Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival und dem Noob, der das spielt. Kann das mal zu Ende gehen hier? Wir schlafen jetzt erstmal eine Stunde. Dann hört das ja bestimmt auf. Stimmt, meine Wasserflasche ist weg, ne? Es ist immer noch neblig! Ja, gut, wir brauchen heute gar nicht mehr losgehen, ey. Die Frage ist, warum stehst du hier überhaupt rum? Können wir diese Wasserflasche nutzen und sie auffüllen? Hier watschelt irgendwo ein Zombie rum. Wieso ist das so lange neblig? Geh weg. Danke. Auf der Seite ist auch irgendwo eine. Ich höre einen. Rein theoretisch können wir jetzt die ganze Nacht durchschlafen. Wie spät haben wir es jetzt? 17 Uhr? So, bis 24 Uhr sind es 3, 4, 7 Stunden plus 6. Oh Gott. 13 Stunden schlafen. Es hat gerade aufgehört. Natürlich geht der Scheiß nicht. Dreckiger Bär. Mann. Nichts kann ich hier machen. Komm, wir können wenigstens die Kanister reintun. Ich bin gerade ein bisschen am Arsch, muss ich sagen. Nicht wirklich viel drin. Gut, der ist jetzt leer. Wir behalten ihn einfach mal und gucken, ob wir irgendwo was abzwacken können. Mit dem Zeug. Müssen wir jetzt erstmal schlafen gehen und dann morgen nochmal losziehen. Oder wir versuchen die Nacht über irgendwas zu erreichen, aber das werden wir nicht hinkriegen. Das kann ich jetzt schon sagen, das werden wir nicht hinkriegen. Ich bin durstig ohne Ende und ich habe nichts zu trinken, habe ich recht? Painkiller. Ich habe nichts zu trinken. Das ist nicht gut. Aber meine Kackwasserflasche nicht da ist, ne? Hier, komm, verteilen wir mal ein paar Flaschen hier. Das ist ein bisschen authentischer. Ja, ich habe nichts zu trinken. Ja, ah, ich habe eine Autobatterie. Stimmt. Können wir die auf jeden Fall schon mal einbauen? Ihr habt die 100%ig mitgenommen. Was wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier? Ah, was ist jetzt mit meiner Autobatterie passiert? Ich dachte, ich hätte die eingepackt. 5,5%. Das ist ja nicht wirklich viel. Aber naja,
Das muss wohl für den Anfang reichen. Ach man, ich hatte schon einen Reifen. Kannst du nicht mal irgendwie weit entfernen, weit von 5 Minuten? So, das Einbauen kostet 5 Minuten. Ich dachte, wir können jetzt 5 Minuten damit fahren. Wir können uns ja nicht mal weit von zu Hause entfernen. Wenn es einfach nicht geht. Es sei denn, wir laufen so lange, bis wir ein neues Zuhause finden und uns da dann häuslich niederlassen. Wäre eine Möglichkeit. Müsste ich dann nur irgendwann nach Hause kommen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen und dann, wir müssen halt los, also. Du drecksverkackter Bär, verpiss dich von meinem Zuhause. Ich geb dich mit dem Messer. Hallo. Ich hasse diesen Bären, ne? Dabei habe ich ihn schon mal getötet. Mir geht's nicht wirklich gut. Ziehen wir los und geben unser Bestes. Ich wette, ich verliere Leben jetzt, ne? Wir müssen das schmutzige Wasser trinken. Hilft alles nichts. Ich frage mich, ob man über die Berge kommt. Ansonsten ist die Map noch ziemlich klein für den Anfang, ne? Du sollst es trinken. Er trinkt es nicht. So viel zu dem Thema Trinken. Geil. Er trinkt das Wasser nicht. Dann brauchen wir jetzt eine Menge Glück, würde ich sagen. Ansonsten bin ich so gut wie tot. Wir bleiben auf der Straße. Scheiß Bär. Zum Kotzen. Weißt du, und dann. Und dann sind wir einfach immer noch durstig. Der Bär hätte uns wenigstens was zu trinken ausgeben können, wenn er uns schon missbraucht. Frag mich, ob das hier alles mittlerweile respawned ist. Ich habe kaum Stamina, weil ich so durstig bin.
Ich würde sagen, wir folgen einfach die Straße hier nach oben. Nach unten sind wir jetzt schon öfters gegangen. Ja, auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Oh, Move. Guck mal, ich kann die Tasche hier nehmen. Mit nach Hause nehmen, rein theoretisch. Ich schwören könnte, ich habe Stimmen gehört. Jetzt habe ich schon Stimmen in meinem Kopf. Ich glaube aber, in die Richtung ging es zu den Banditen, ne? Kann man sich mit denen anfreunden? Können die mir was zu trinken geben? Alter Bär. Ich hasse dich. Oh, was ist denn das da unten? Dann gehen wir halt hier runter. Umgehen wir den Bären. Ah, das ist mein altes Zuhause. Herr ja, sieh mal einer, guck. Habe ich hier zufällig noch was zu trinken? Nein, leider nicht. Vor allem, hier kannst du doch nicht überleben. Kommt der Nebel, bist du sofort tot. Ich bin froh, dass ich in der ersten Folge direkt ein Haus gefunden habe, sonst wäre ich richtig am Arsch gewesen. Der Bär verfolgt mich, ich sag's euch. Der will mich unbedingt tot sehen. Ich glaube, die Banditen waren eher so links, ne? Wenn es mich nicht täuscht. Das ist das Motel. Oh ja. Bären auf der Straße finden ist immer gut. Hallo? Was war das denn jetzt? Hey! Okay, ich habe das Spiel kaputt gemacht für einen Moment. Brauche mehr von diesen Bären. Die geben nämlich ein bisschen trinken. Und das war's. Ich bin schon wieder durstig. Geilo. Da, 6,26 Liter, ja. Hier ist überall was Zeug drin. Das Problem ist nur, ich habe keinen Behälter mehr dafür. Sind die Zombies immer noch da? Ist ja überall nichts gewesen. Das Einzige, wo was war, war da, wo die Zombies drin sind. Ein Reifen. Zwei Reifen. Wir lassen die hier erstmal liegen. Die sind ja jetzt nicht so weit entfernt. Wir haben momentan größere Probleme. Kann ich die aus dem Wasserhahn trinken? Und an den Zombies komme ich auch nicht vorbei. Ja, freut euch eures Lebens. Eines Tages komme ich wieder oder kriegt ihr aufs Maul. Okay, wir wissen schon mal, wo zwei Reifen sind. Können wir dann nebenbei irgendwann mal abholen. Ja, freut euch, Zombies, freut euch. Ihr habt Besuch gehabt. Gebt trinken, 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 trinken. Ja. Oh ja. Oh, ist das gut. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr zu essen, ne? Habe ich nicht dran gedacht. Gebe ich zu, mein Fehler. Hier komme ich auch nicht drauf. Und hier waren irgendwo die Banditen. Ich glaube, da links, ne? Lassen wir die Banditen Banditen sein. Kann ich mich ja rein theoretisch reinkrümeln? Nein. Sagen wir mal, so ein Fahrersymbol ist da. Kann ich dann hier einfach reingehen? Drive. Cool. Also rein theoretisch würde es gehen. Ich will hier weg. Hallo? Hallo? Okay, das heißt, wenn ich von Zombies belagert werde, kann ich mich dahin flüchten.
Ah, cool. Aber die Kopfhörer drücken langsam. Es sind noch relativ neue Kopfhörer, deswegen drücken die noch ordentlich. Ihr kennt das ja, neue Kopfhörer. Die müssen sich erstmal den Kopf anpassen. Trinken, nice. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Ein super Haus. Aber nicht wirklich in der Nähe von Wasser. Mit einer Axt als Waffe. Rein theoretisch kann ich doch auch die Axt als Waffe nehmen, oder nicht? Weiß jetzt nicht, was stärker ist. Aber ist ja auch egal. Das ist auf jeden Fall auch ein schickes Häuschen. Direkt neben dem Banditen. Dann könnte man theoretisch hin, wenn man die Banditen übelst mal die Fresse polieren möchte. Also rein theoretisch könnte ich das jetzt eigentlich als meine Unterkunft nehmen und dadurch auch einen Safe Point erstellen. Was mir natürlich nichts bringt, weil ich meine Sachen hier trotzdem verliere. Ist ja hier kein Dark Souls, wo ich die Sachen einfach wieder aufsammeln kann. Schade eigentlich. War da jetzt irgendwas drin? Nein. Jede Menge Reifen. Guck mal, wie viele Liter hier sie überall sind. Die hätte ich abzwacken können, aber nein! Der Zero muss natürlich sterben. Eine Schusswaffe. Eine Wasserflasche. Klamotten kann ich sie direkt anziehen. Equip. Ja, endlich habe ich Klamotten. Chocolate Bar können wir rein theoretisch direkt essen. Eine Werkbank, hier ist aber auch nichts drin. Gut, eine Werkbank habe ich auch so schon. Kann ich darauf verzichten. Stimmt, davon habe ich auch noch was zu Hause, ne? Also rein theoretisch habe ich ja Munition dafür. Okay. Eine Engine, perfekt. Ich würde sagen, mit diesem Loot können wir definitiv nach Hause gehen. Schauen uns hier aber nochmal endgültig um. Habe ich mir fast gedacht. So. Dann essen wir das. Ich weiß nicht, was diese Balken bedeuten hier. Ist aber egal. Trinken wir das. Das ist meine maximale Anzeige momentan. Warum? Food Poisoning. Was soll's, Freunde, was soll's? Es gibt Schlimmeres. Gut, da können wir nicht hin. Ja, lass uns mal zurückgehen. Es ist jetzt 10 Uhr. Ich will nicht in den Nebel geraten. Und wenn Nebel kommt, haben wir tatsächlich auch genug Häuser, um uns da drin zu verstecken. Falls sie nicht bei uns spawnen. Was ein bisschen scheiße wäre. Oh, Bären! Oh Gott, ich will die essen.
Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber naja. Besser als gar nichts. Rein theoretisch müsste unser Haus ja in dieser Richtung liegen. Ist das schon unser Haus? Nö. Aber holy shit, das ist riesig. Da ist noch ein Haus. Eine Säge liegt hier rum. Wie viel Platz in diesem Container ist, ey? Ich wünschte, ich könnte ihn moven. Gut, was kann ich hier mitnehmen? Kann ich beides mitnehmen? Sehr schön. Ja, die Säge kann ich rein theoretisch auch mitnehmen, ne? Na gut, dann halt nicht. Hier sind noch schön viele Häuser. Das gefällt mir. 0 Liter. Und auch nichts da drin. Was wäre es jetzt, wenn das hier mein Zuhause wäre? Nee, schade. Lustig wäre es gewesen. Ach, Zombies. Hallo. Was geht, Jungs? So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. So müsste ich eigentlich wieder Richtung Straße laufen, oder? Oder? Okay, da ist das. Von dem halten wir uns ein bisschen fern. Stimmt, da ist das Haus von denen, ne? Ich hoffe, es wird nicht gerade neblig. Ansonsten haben wir da einen Unterschlupf. Ich will einfach nur zu Hause ankommen und meine Sachen sichern. Bitte. Mehr verlange ich gar nicht. Oh, ist gerade so still geworden. Ist das das Motel? Mein Heimbein ist gleich geheilt. Schön. Weiß, was ich will. Ist jetzt nur noch nach Hause kommen und wenn das Bein geheilt ist, umso besser. Oh, hi Bär. Ich will dich nicht erschießen müssen. Oh, slightly wounded. Du willst mich doch verarschen. Wo zur Hölle bin ich? Ist meine Orientierung so für den Arsch? Oder ist das mein Zuhause? Ah, das ist mein Zuhause. Ah, das war mein Bär, okay. Gut zu wissen. Ich bin zu Hause. Ist das schön. Ah, erstmal alles hinwerfen, was ich nicht brauche. So, wir haben aber immer noch keine Wasserflasche bekommen. Leider, leider, leider. Aber ordentlich Racks. Wir haben einen Reifen, einen Motor und so weiter. Ich denke, das ist schon mal richtig gut. Vielleicht können wir bald sogar losfahren und die Welt entdecken. So, ein Reifen. Ich weiß nicht, wo ich das Werkzeug her habe. Ein Motor. Ja, und das war's. Mehr kann ich nicht, ne? Nur noch drei Reifen und die, keine Ahnung, Hydraulik. Und ein paar Liter Wasser, Benzin wären auch nicht schlecht. So.
Die Batterie müssen wir austauschen. Denn diese Batterie hat nämlich 50% Haltbarkeit, währenddessen die andere, keine Ahnung, 5 hatte? 5, ja. Und das stackt sich nicht mal. WTF. So. Die alte Batterie werfen wir auch hin. Dann wird hier noch ein bisschen was eingelagert. Ich muss einen neuen Schrank bauen, ne? Gucken wir mal. Schränke. Gear, wo bekomme ich Gear her? Keine Ahnung, ich bin am Überlegen, ob ich die Tasche herbringe. Weil so hat das echt keinen Sinn, weil guck mal, wie wenig Platz hier nur ist. Huch. Okay, das ist eine ganz andere Munition. Rifle Armor, ja. Das ist eine ganz andere Munition. Painkiller hatte ich doch hier drin, oder? Hey, was habe ich denn hier? Antibiotika. Ich weiß nicht, ob Food Poisoning durch Antibiotika geheilt werden kann. Ich bezweifle es stark. Okay, Wasser kann ich eigentlich behalten. Ich bin schon wieder richtig durstig. Wie spät ist das? 12. Also wir können noch mal losgehen. Ich könnte ein, zwei Zombies erschießen. Ich brauche Pfeil und Bogen dafür. Die Schusswaffe brauche ich für Menschen. Wie lange dauert denn das? Kann doch nicht so ewig dauern. Collect. Dried 42%. Ewig, alter Schwede, bis wir den Bogen haben. Ich könnte natürlich alles hier hinwerfen. Und dann versuchen, gegen die Banditen anzukommen. Ah, nee, das wäre Verschwendung, oder? Gehen wir lieber nochmal los. Ah, ich kann jetzt sogar unendlich laufen, ohne dass mein Bein dadurch beeinträchtigt wird. Dann gehen wir doch jetzt mal wieder in die Richtung. Wir hatten da hinten nämlich einen Weg gesehen, der irgendwie bergauf geht. Den würde ich gerne prüfen. 0 Liter. Ich versuche mir einfach zu merken, wo hier Autos sein könnten, die mir Zeugs bringen. Oder ich laufe hier direkt in den Wald, in die Arme des Bären und bin tot. Das geht natürlich auch. Der war hier irgendwo, ne? Der Sack. Manchmal ist das Spiel verbuggt und ich habe unendlich Ausdauer. Finde ich gut. Da ist der Kackbär. Aber ich kann so lange laufen, wie ich will, du Lappen. Und daher nutze ich das einfach jetzt mal aus und laufe auch so. Okay, das war's schon. Bug behoben. Okay, wir könnten jetzt theoretisch in die Richtung laufen. Ich habe das Gefühl, dass die Map nicht allzu groß ist. Weiß nicht warum. Ich glaube, der größte Teil der Map ist tatsächlich einfach nur der Bauernhof. Und dann endet es auch schon. Kaum bin ich angelangt, höre ich für diese Schritte. War das vielleicht nur Glück, dass ich hier niemanden angetroffen habe? Waren die vielleicht gerade erst unterwegs? So, ich habe vergessen, euch was zu klauen. Es tut mir leid. Okay, wir haben mal wieder einen Reifen am Start, das heißt, wir werden sterben. Und dadurch, dass wir jetzt noch zwei Reifen ha als Reserve haben, ne? Also bei dem Motel haben wir jetzt alle Reifen zusammen, das heißt, wir brauchen nur noch
Ich hoffe, das ist die Hydraulik. Korrigiert mich, liebe Autofreunde. Ich bin kein Autofreund. Also ich fahre gerne Auto, aber da endet es auch schon. Vielleicht wird das Let's Play ja doch nicht so lang gelaufen, wie ich dachte. Weil eigentlich wollte ich bis Fallout 76 das hier spielen. Allerdings, wenn das wirklich nur so eine kleine Map ist, dann wird daraus nichts. Okay. Ich fühle mich stark genug, um hier hochzugehen, um zu prüfen, was da oben ist. Höchstwahrscheinlich der Winter. Ich wette, hier wird's kalt, ne? Ah, nö, eine unsichtbare Mauer, cool. Oh. Zu viel gelaufen. Hätte mir Essen mitnehmen sollen, ne? Ach so, ich dachte, das wäre mein Zuhause. Ah, das heißt, das ist wahrscheinlich nicht alles generiert, sondern es gibt verschiedene Orte, wo du starten kannst, wahrscheinlich, ne? So wie das hier aussieht. Okay, das sieht nicht wirklich sicher aus. Oder das hier ist einfach nur so ein Versteck. Okay, hier habe ich reingeguckt. Warum fallen da Äste runter? Hackt da jemand gerade Holz? Also, was ich im Trailer gesehen habe, ist, dass man hier noch NPC-Freunde haben kann. Wo sind meine NPC-Freunde? Und es wird neblig. Ich bin tot. Muss schnell ein Haus finden. Zumindest glaube ich, dass es neblig wird. Zur Not kann ich immer noch zurücklaufen. Hier waren wir auch schon. Ich versuche jetzt einmal um die Map rumzulaufen. Kann es sein, dass hier nicht mal eine Tür ist? Tolles Zuhause. Ich fühle mich jetzt schon so sicher hier drin. Da hinten ist noch ein Haus. Also ich muss sagen, hier oben ist man auch ziemlich sicher. Okay. Guter Zufluchtsort. Oh, ich dachte, ich falle. Hallo Häuschen, wir kennen uns schon, ne? Leider, hast du wenigstens eine Tür? Und ein Blatt. Oh, Bandagen habe ich hier vergessen. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Die kann man gebrauchen. Und wir sind schon wieder out of time. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe es heute leider ein bisschen übertrieben. Und ob wir es denn schaffen zu überleben, das erfahren wir morgen. Tschüss.